Hallo Freunde, hallo Bastler, hallo Abonnenten und Neuankömmlinge auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um meinen Worten und den bewegten Bildern zu folgen. Ich verspürte heute mal Lust, euch etwas zu zeigen, weil ich Post bekommen habe, wo ich schon drauf gewartet habe. Auf ein kleines Päckchen mit ganz was Tollem drin. Und ich bin für alles Neue immer so ein bisschen aufgeschlossen. Ich sag mal, aber alles muss man nicht haben, alles muss man nicht kaufen. Zumal ich jetzt hier gerade nach den neuen Bestimmungen, da die Mindestklausel weg ist, ist das schon gewaltig, was man da so zahlen darf, ne? Aber ich zeige euch das jetzt. Wir machen gemeinschaftlich das Päckchen auf. Und dann bin ich selbst gespannt darauf, wie das alles so funktioniert. Denn ich weiß ja, oder ich denke mir, was da drin ist. Und dann würde ich sagen, nicht lange quasseln. Wir schalten um auf die Kamera da oben. Und ich sage mal, Mats ab. Ja, die Aufnahme läuft. So, und ich denke mal, ihr habt soweit bessere Augen als ich. Oder auch nicht. Ihr könnt hier lesen, was da geschrieben steht, ne? Auslagenpauschale 6 Euro für DHL, Zoll 2,43 Euro, macht zusammen 8,43 Euro, was der Dianche zahlen durfte. Und das Päckchen, naja, ihr wisst es, Made in China. So, und dann würde ich mal sagen, wir machen das Paket offen. Und mit dem Cuttermesser immer schön vom Körper weg. Dass man nicht mal abrutscht. Und sich damit selbst verletzt. Immer schön mit den Ärmchen in Deckung gehen. So, das Cuttermesser brauchen wir. Und ihr könnt es da lesen, Profile. Ja, und da ist was ganz Schönes drin. So, und wir machen mal den hier auf, den tun wir da rein, weil es beides dasselbe, nur in eine andere Farbe, denn ich werde bei dem nächsten Geschenk, was ich an einen Weber weitergebe, da wird dann der andere drin sein. So, und den machen wir jetzt mal auf. Und da mache ich jetzt auch mit dem Cuttermesser so einmal kurzerhand die Folie. So, und ihr wisst ja, ich habe ja letztens den Profile Squonk Mod vorgestellt und da hatte ich dann einen anderen Verdampfer genommen. So nach dem Motto Profile Mod gibt es da auch ein Profile RDA. Werden wir gleich sehen, denn wir haben hier drin den Profile RDA. Wobei ich habe immer mit der Verpackung meine Schwierigkeiten. Diesmal hat
Voto vor, dass mal was ein bisschen anders gelöst, was einfacher ist. So. Und ich bin echt gespannt, wie das funktionieren soll. So. Wollen wir erstmal gucken, was wir hier so haben. So, da sind einmal die Pinne, dann ein Stift, um die Plättchen zu biegen, einmal ein Imbus, einmal ein Kreuzschraubendreher, Wattestick, dann wie gesagt die Anleitung, gucken wir jetzt nicht rein. Dann nur zwei Stück, zweimal Mesh, mehr nicht. Das wundert mich jetzt allerdings ein bisschen, dass da nur zwei Meshstreifen sind. Warum nicht mehr? Aber egal. So, und das ist, wie gesagt, der RDA und das ist ein Klopper, ne? Der hat, glaube ich, wann hat man damals geguckt? Ich meinte, der hatte 30 mm im Durchmesser. 2 mal 0,3 Mesh. So. Da sind die Keys. Wo stehen denn hier die Abmessungen? Hat keine Abmessung? Nö, hat er nicht. Da steht nur Profile Dual Mesh. Jo, keine Abmessung. Also messen wir das. Bin ich jetzt mal gespannt. Wir kommen auf 28,5. 28,5 mm. Und der macht sich mit Sicherheit gut. Ach, geh weg. Immer noch so Probleme mit meinem Knie. So, schauen wir den mal hier so drauf, spaßhalber. Jo. Ganz minimal noch Platz an jeder Seite. Macht also auch jetzt hier auf diesen anthrazitfarbenen Mod ein gutes Bild. So, dann nehmen wir den mal da runter. Und jetzt ist es so, bei meinem Glück ist jetzt meine Akku leer, weil ich aufgrund Krankenhaus etc. pp. möglicherweise jetzt der Akku leer ist. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist mein Tab garantiert leer. Nein, ist er nicht. 1, 2, 3, 4, 5 schalten wir aus. Wir mal die Kappe raus hier. Oh, das geht jetzt alles so sch schwer. Jui. Also man hat da wirklich schön durchlöchert mit unterschiedlichen Stärken, mit unterschiedlichen Reihen. Hier sind zwei Reihen, hier sind drei Reihen. Ja, und das auf jeder Seite. So, dann wollen wir mal die Haube hier runternehmen. Also ist kein dünnes Stahlblech, sondern wirklich stabiles Blech. Stahlblech. So, und ihr seht nicht viel, dass die Hansche muss das Ganze mal ein bisschen näher holen. So, und ihr seht, für zweimal Mesh.
Holen wir den ganzen Kladderdratsch mal wieder runter. Weil da ist garantiert kein Squonk-Pin drin. Und wie ihr sehen könnt, so ist es auch. Dann müssen wir den da erstmal rausholen. Und da brauche ich mein Werkzeug. Ups, der war ein wenig zu klein. Dann müsste aber der passen jetzt. Jo, der passt. Jetzt habe ich die Kamera so nachgefahren, so rangefahren, habt ihr das dann natürlich nicht gesehen. Ne? So, also, wenn wir mal mit die Kamera ein bisschen mehr nach vorne gehen. So. Dann holen wir den Pin mal raus. So, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob da eine Feder hängt. So, da hängt also keine Feder mehr drin. Ist also nicht zuzüglich gefedert. Das Einzige, was ich jetzt sehe, da ist eine Schlitzschraube drin. So, dazu schauen wir einmal hier rein. So, und das sieht unterschiedliche. Unterschiedliche Schrauben, die alle gedacht sind zum Fieden. Jetzt muss ich aber doch das Begleitheft nehmen, weil ich es noch nicht gemacht habe und nicht weiß. Man kann ja unterschiedlich die Meshplättchen schalten. Das heißt also parallel und seriell. Und da jetzt natürlich hier absolut alles in Englisch ist und ich der englischen Sprache gar nicht so mächtig bin, ja, da steht es ja nur noch auf Chinesisch. Jo, schön. Jetzt gucke ich hier nochmal. Da genauso. Ist also jetzt nicht zu erkennen. So, hier steht was. Verwandeln Sie das Paralleldeck in ein Reihendeck. Entfernen Sie den Kontaktstift 1 und den Kontaktstift 2. Denn ich möchte ja... Reihendeck haben. Das heißt also, dass sich der Widerstand erhöht. Nämlich das Paralleldeck, dann habe ich ja die 0,3 geteilt durch 2, sind 0,15. Und das ist mir entschieden zu tief. Ich möchte beide in Reihe haben. So, das heißt, ich muss jetzt den Stift da rausholen. Dazu ist mein Schraubendreher jetzt ein wenig zu klein. Da muss ich einen größeren haben. Ups. So. Dann nimmt man diesen Stift raus, den zweiten. So, ist da jetzt eine Feder?
Nein, ist keine. So, also lesen wir mal weiter. In einer Reihendeck. Entfernen Sie den Kontaktstift 1 und den Kontaktstift 2. Suchen Sie dann den Konverterstift 3. Ja, was ist der Konverterstift 3? In der Zubehörtasche installieren Sie in den Deck, um 1 und 2 zu ersetzen. Um 1 und 2 zu ersetzen. Das heißt also, jetzt gedanklich, ich drehe jetzt den mal so da provisorisch oder stecke den nur rein. So, seht ihr? Das heißt, ich muss jetzt hier raus einen Stift nehmen, der genauso lang ist wie er. So, das heißt, einmal mit der Schere das Tütchen aufschneiden. Und jetzt das ganz, ganz vorsichtig rausholen, damit mir hier nichts wegrollt oder wegfällt. So, die Dichtung brauchen wir nicht, die können schon mal rein. Das sind die Ersatzschrauben, die brauchen wir auch nicht zu entfernen. Die können wir dann auch wieder hier rein tun. Na. So, und jetzt brauchen wir einen Stift, der so lang ist wie die beiden. So. Der ist es nicht, der ist kürzer. So. Der ist es auch nicht, der ist auch kürzer. Also ist es der hier. Wollen wir den mal da reindrehen. Zack, so reinfallen lassen. Jetzt brauche ich den Kreuzschraubendreher, ach, den Imbusschraubendreher. Und drehen den da rein. So, und der Pluspol kommt auch noch raus. Dass da also keine Problematik beim Kontakt gibt. Das Einzige, was ich momentan sehe, hier in dem Pin ist eine Gummidichtung. Jetzt hole ich den nochmal raus, weil ich darauf nicht geachtet habe. Da ist jetzt keine Gummidichtung, aber der Ring, hier ist eine kleine Nase, der liegt ja wohl auf und dürfte auch abdichten. So. Nach fest kommt ab. Und jetzt. Na. Kommt das Ganze wieder hier rein. Stell mal beiseite, dass hier nichts passiert. So. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir Kontakt haben oder keinen. So, jetzt kommen die Messstreifen. Oder soll ich von mir welche nehmen? Dann lassen wir die da drin. Ich habe ja selber noch hier jede Menge andere. Müssen wir nur gucken, ob wir so zwei schöne finden. Naja, die sind alle schon niedrig. Nein. Wir nehmen die beiliegenden mit 0,3. Dann habe ich nämlich auch eine schöne
schönen Widerstandswert, der mir gefällt. Ich habe ein Gefühl, das wird ein langes Video. Erst rutschen sie nicht runter und jetzt kommen sie nicht raus. Also nimmt man eine Pinzette zur Hand. Zack, erste fertig, zweite fertig. Man kann das auch über einen Kugelschreiber machen oder den beiliegenden Tools, ist ja bei. Aber man kann es auch so machen. So, und jetzt gucken wir mal. Hier ist Kreuz. Haben wir zwei Möglichkeiten. Den hier, der ist zu klein, und der ist mit Sicherheit zu groß. Nein, der ist gut. Ich nehme den großen. Desto besser ist es für die Schrauben. So, und jetzt einmal da lösen. Einmal da lösen. Ups. Aufpassen. Da sitzt eine Feder hinter. Seht ihr? Wenn euch die wegfällt, dann kommt Freude auf, das kann ich euch sagen, weil es ist keine in Reserve dabei. Man benötigt ein wenig Fingerspitzengefühl. So, und damit die mir nicht gleich auch noch wegfliegt, drehe ich die lieber noch zwei Gänge ein. So, jetzt hier oben losdrehen. Da ist auch eine Feder drunter. Also vorsichtig. So, und jetzt einmal oben rein, einmal unten rein, dann dreht man unten schon mal fest. So, da sitzt er gut. Jetzt kommt es auf der anderen Seite, oben rein. Unten rein
unten festziehen. So, und jetzt macht er das, was ich an sich nicht wollte. Er drückt mir den oben wieder raus, aber das ist nicht ganz so tragisch. So, drücke ich mit dem Zeigefinger und dem Daumen, drücke ich die gegen, nicht mit Gewalt, sondern nur gegendrücken, damit er drin bleibt. So sieht das Ganze dann fertig aus. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt müsste ich eine Adam Riese 0,6 Widerstand haben. Warum sagt er jetzt 0,31? Da stimmt was nicht. Weil ihr seht, das, was ich auch sehe. Dass nämlich nur einer den Kontakt kriegt. So, was hat das Jan schon falsch gemacht? Ich denke mal, ich kann nicht richtig lesen. Ne, da ist soweit alles gut. Da dürfte der Kontakt auch weitergehen. Da ist der Bügel oben, die Kontakte sind nicht unten. Da ist auch der Bügel oben, hält alles fest. Da ist isoliert. Also da ist Masse. Warum kommt da jetzt kein Kontakt zustande? Also ergo, das ist nur der hintere, da ist, kommt kein Masse an, das heißt da oben ist Plus, jetzt wollen wir hier mal den rausnehmen. Jo. Das heißt, irgendwo sollte da dann Masse anliegen, was er nicht macht. Also wieder hoch. Und es ändert sich immer noch nichts. Das heißt, ich muss jetzt mal unterbrechen und muss schauen, nochmal lesen und mal eben ein paar Messungen machen, sonst wird das Video hier zu lange. So, daher seht ihr, dass bei mir hier nichts getürkt wird oder ich euch verkohle, sondern euch wirklich das zeige, was Amber ist. Und hätte ich mal richtig vernünftig geguckt, dann wäre mir aufgefallen, dass da ein kürzerer Stift rein muss.
So, aber die Beschreibung, das ist auch ein bisschen blöde. Da steht hier: Verwandeln Sie das Paralleldeck in ein Reihendeck. Entfernen Sie den Kontaktstift 1 und den Kontaktstift 2. Suchen Sie dann den Konverterstift 3 in der Zubehörtasche und installieren Sie ihn im Deck, um 1 und 2 zu ersetzen. So wie das da geschrieben stand, ja, habe ich jetzt durch das Ersetzen bin ich davon ausgegangen, dass der Stift die gleiche Länge haben muss. Ja, von wegen. Kann nämlich der kürzere rein. Und siehe da, ihr seht da jetzt 0,58 und ihr seht auch, dass beide Messstreifen glühen. Und aufgrund da ein Messstreifen 0,3 Ohm hat, sie jetzt quasi in Reihe liegen, macht 0,3 mal 2. Also jetzt nicht, müsste regulär 0,6 sein. Denk mal, wenn ich ihn gleich auf den Mod schraube, dann steht da auch 0,6. Das Schöne, ihr seht unten eine richtig schöne große Liquidwanne. Da passt also mächtig was rein. So, und jetzt müssen da noch logischerweise Watte rein. So, wo haben wir jetzt die Wattepads? Na komm schon. Hier sind zwei richtig schöne große Streifen. Boah, ob ich da eine komplett reinkriege, wage ich mal zu bezweifeln. Jetzt versuche ich erstmal die so reinzuziehen. Das geht mit Sicherheit nicht. Also wieder raus. Jetzt ist die Frage, was ist besser, oben rausnehmen oder unten rausnehmen? Da ich jetzt jeder einzeln reinmachen möchte, wäre ja schwachsinnig, wenn ich jetzt hier oben losdrehe. Dann habe ich gleich beide auf. Also drehe ich jetzt nur. Ein Mesh-Splittchen auf. So, wenn ich merke, klack, weiß ich, bin aus dem Gewinde raus. Und jetzt drehe ich ein Stück wieder rein, damit ich im Gewinde drin bin. So, und jetzt hebe ich das Ganze hier an. Ja, was mache ich jetzt? Nutze ich jetzt die Pads oder nutze ich sie nicht? So, und ich mache das immer. So, ich drehe mir die da runter. So. Und dann rein. So, der sitzt super. Da gibt nichts zu meckern. Nein, sitzt nicht super. Ja, jetzt sitzt er super. So, mache ich auf der anderen Seite auch los, bis das klack, klack macht. So, und dann wieder ein paar
Umdrehung wieder rein. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht auf die Feuertaste komme. Dann verbrenne ich mir gleich auf der einen Seite die Watte. So, und jetzt hier das gleiche. Wie so eine Drehwurst. Die Watte immer schön drehen. Ja, das ist eine fummelige Geschichte hier. Aber das macht man ja nicht jeden Tag. So, aber wenn man das einmal raus hat, dann kriegt man das, bekommt man das auch hin. So, fest. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit der Watte? Weil ich muss ja rechts und links abschneiden. Aber ich muss ja auch noch unten reinkommen, ne? Also schneide ich jetzt erstmal so grob 8 mm auf der einen Seite ab. Auch wenn das schwierig ist bei dieser dicken Watte. Ich stelle gerade fest, das hätte ich gar nicht machen brauchen. So, ich mache das nämlich jetzt hier ein bisschen länger. Oh, Mama Mia. So, da weg. Da machen wir es genauso. So, und jetzt zuselt man das so ein bisschen auf, denn durch die Schere, die Schnittkante wird ja da platt gedrückt. Und jetzt soll ja von unten genug Liquid nachkommen. Also holt man alle so ein bisschen auseinander. Wenn man merkt, man hat zu viel, dann kann man wirklich sagen, okay, ich hole das Ganze noch mal hoch. Und man spielt dann Friseur, nimmt wieder ein bisschen weg. Das ist doch schon gut. So, hier ein bisschen aufzuseln wieder. Ups. Jetzt bin ich mir auf die Feuertaste gekommen. Das ist, wenn man nicht aufpasst und sein Tab nicht abschaltet, ne? Aber das bisschen, das stört jetzt nicht. So, ein bisschen aufzuseln.
So, und jetzt kann man eins machen. Jetzt kann man ein bisschen Friseur spielen. Dass man auch gleich die Haube ein bisschen besser darüber kriegt. Jetzt brauchen wir Leckerches. Ich bin ja gleich mal echt gespannt, was das Ganze jetzt für eine Rauchentwicklung hat, beziehungsweise Dampfentwicklung hat, Entschuldigung. So, wir haben jetzt 0,6 Ohm bei 0,58 bei 30 Watt. So, dauert natürlich jetzt einen kleinen Moment, bis das Ganze anfängt zum die Watte auch schön getränkt ist. Oh, da geht jetzt eine Menge rein, weil die Watte zieht immer noch. Oh, jetzt hört sie langsam auf. Wenn man das dann soweit hat, dann kann man hingehen und jetzt noch ein bisschen die Watte angleichen. Sag ich immer beim, wie der Bildhauer oder der Steinmetz. Erst kommt das Grobe und dann wird das Feine moduliert. So. Könnte jetzt sein, dass das ein bisschen viel Watte war, aber das werde ich jetzt gleich sehen. Oh nö. So. So, jetzt ist er eingerastet. Das sieht gut aus. Hier die Schlitze auf der Seite sind frei. Das stört die Watte nicht, auf der anderen Seite auch nicht. Und jetzt kann man hingehen. Und kann die ruhig so ein bisschen nach außen legen. Da genauso. Ihr seht auf jeden Fall, jetzt ist es anständig getränkt, wenn man da drückt. Da kommt dann seitlich auch noch alles raus. So. Und jetzt drückt man das Ganze nach unten. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt bemerkbar macht. Auf den Profil-Akkuträger. So, ich mache erstmal alle jetzt offen, alle drei rein. Das ist mir zu viel. So, zwei rein. Ja, schon besser. Nein, kann man nicht nur eine machen? Zwei? Doch, ich meine, da war doch nur eine Reihe, ne? Zwei.
Ah, man kann das so einstellen, dass man auch zwei Reihen hat, aber hat dann nur fünf Löcher. So, das habe ich jetzt, also insgesamt 10. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was sie sagt. So, die Anzeige ist genau 0,6 Ohm. Da steht jetzt auf 25 Watt. Da drehe ich jetzt auf 30 hoch. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Dampftest. So, da bin ich. Müsst ihr mir ein bisschen verzeihen, dass in der Mitte der kleine Fehler war. Aber das ist live. Live ist live. Es passieren Fehler. Können mir auch passieren. Hätte ich da zweimal durchgelesen, dann hätte ich mit Sicherheit den Fehler trotzdem gemacht. Und hätte ich das vorher aufmachen sollen und dann einfach, dann wäre ich ja drauf gekommen, hätte kein Video gemacht und hätte euch das von vollendete Tatsachen gestellt, ohne diesen Fehler zu zeigen, dann wäre ich nicht ehrlich. Ne? Und lieber, ich zeige auch, dass mir Fehler unterlaufen, ne, dass euch Fehler unterlaufen können, wenn man den falschen PIN nimmt. Und man wundert sich dann, warum geht's nicht? Und wenn es dann bei euch auftritt, dann sagt er auch, das ist der Dianche auch passiert. Warum soll es mir nicht auch passieren? Naja, also, ich bin auch nicht 100%. So, dann wollen wir mal jetzt schauen. Ne? 0,6 Ohm, 30 Watt. Mein Akku ist nicht mehr der beste, aber ich denke mal, das reicht. Holla, bei 30 Watt stellt ihr euch vor, ich mache da mal noch ein bisschen mehr drauf, ne? Aber ich denke mal, 40 Watt sind völlig ausreichend, weil dann komme ich mit Sicherheit über die Grenze des Dampfes, was ich einatmen kann. Hallo, Kamera. Und wird die jetzt nicht scharf hier? So, jetzt ist sie scharf. Das wollen wir mal eben gleich festhalten hier. Nicht, dass die mir gleich hier wieder Sprenzkes macht. So, erweitert. Autofokus aus. So, dann geht mir hier nichts quer, weil mir dann zu viel Dampf kommt und das für meine Gesundheit nicht so gut ist. Also jetzt mit 40 Watt. So, ich könnte mal vielleicht noch ein bisschen nachfeeden. Oh, da ist richtig feucht drin. Der eine oder andere von euch, der kann auch 60 Watt, aber das mache ich nicht. Normalerweise vertrage ich 50 Watt, aber da hier der Doppelmesh so ein Gas gibt, ne, im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich gehe wieder auf die 30 Watt runter, weil der Geschmack ist voluminös. Das ist also was Interessantes für die Leute, die mit normalen, handelsüblichen Mesh einfach zu tiefen Ohmwert haben, die schon, so wie ich mehrmals gezeigt habe, die Streifen schmaler schneiden, um in den Widerstandswert hochzukommen, was dann aber auch dafür sorgt, dass so ein bisschen weniger Dampf kommt, weil weniger Material, weniger Dampf. Jetzt hat man die Möglichkeit, mit zwei Meshstreifen, ohne diese zu kürzen,
auf einen schönen Wert zu kommen von 0,6 Ohm. Und wenn man dann noch sein Mesh nimmt, wie ich jetzt habe, mit den 500er Mesh, dann kommt ihr mit Sicherheit, wenn ihr Glück habt, sogar an 0,8, 0,9 oder sogar an 1 Ohm dran. Und dann ist das doch was richtig Geiles, wenn man dann feeden kann. Ne? Oder selbst nur als Tröpfler nutzt mit Mesh, weil der Geschmack ist gut. Also ich schmecke schön mein Pfirsich, mein Apfel. Kann ich nicht meckern. Maracuja schmecke ich gar nicht, weil Maracuja nicht drin ist. Weil das Maracuja bei der Dianche leer ist. Also habe ich nur Pfirsich angemischt, Pfirsich und Apfel. Und das 50-50. Und der Geschmack ist richtig, richtig gut. Also, gefällt mir. Das ist ein schöner Verdampfer. Nicht so wuchtig, obwohl er 28 mm ja im Durchmesser hat. Aber er sieht nicht so wuchtig aus. Und wenn ich den jetzt mal als Beispiel... Ja, wo habe ich sie? Habe ich da noch genug drauf hier? Ja. Nehmen wir mal als Vergleich. Ja, wo habe ich die jetzt? Keine Ahnung. So. Das ist jetzt die Revenant Delta. Da steht er natürlich ein bisschen über. Da sieht er dann ein bisschen wuchtig aus. Ne? Schade, ich weiß nicht, wo ich den anderen Squonk Mod hingetan habe. Wo ich dann sagen würde, da sieht er noch gut drauf aus. Aber der steht mit Sicherheit da, wo er nicht stehen soll, nämlich in der Küche. Also kann ich euch keinen als Vergleich anbieten. Denn wenn ich jetzt in der Küche humpel und dann wieder rauskomme, nein, habe ich keine Lust für. So, das heißt dann, ich denke mal, der eine oder andere hat Spaß gehabt, mir mal wieder zuzugucken. Ich hatte echt Lust, ein Video zu machen, auch mit leichten Schwierigkeiten heute. Aber es hat geklappt. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ob es sich lohnt, ein RDA mit zwei Meshstreifen zu nehmen. Und ich sag mal, die Cloud-Chaser unter euch, die könnt ihr ja auch parallel schalten. Dann seid ihr bei 0,15 Ohm. Ja, und dann mit 60 Watt, dann fliegt euch die Schädeldecke weg. Aber... Wie gesagt, die Qual der Wahl habe ich nicht, die habt ihr denn. Ich würde es nicht tun. Also, mir reichen die 0,6 völlig aus. Und da bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke. Sagt eure Diane, die Smogwolke und... Tschüssi und weg. Bis dann. Bye.